Willkommen auf meinem Spielplatz, es ist an der Zeit für Small Feather Games und die Knarre liegt bereit. Ob bei Call of Duty oder Battlefield, ich kenne keinen anderen, der hier noch viel krasser spielt. Also los, Diabos, hebt ihr Daumen, ihr könnt euren Augen trauen. Dieser Let's Player versetzt alle einfach in Staunen. Das ist der Halo-Effekt, du findest alles Gute hier. Und am Ende des Tages merkst du, er ist hier das Alpha-Tier. Sie willkommen an alle Chicos und Chicas da draußen, der Skyline ist am Start, genauso wie eine kleine Runde Let's Play Real Life zu Kampf. Und zu Kampf kann uns diese nette Person hier mehr sagen. Ich kann nicht viel sagen. Was soll ich dazu sagen? Also der Kampf ist jetzt seit über 12 Jahren hier in Kassel. Wir sind ein Kassel Anime Manga Fan-Treff. Bei uns geht es eigentlich eher um Cosplay und um komische Leute wie dieses Kind oder hier, komm mal vor. Dann sowas hier, also so Menschen, die in der normalen Sozialwelt absolut nichts zu sagen haben. Aber hier sind sie willkommen. Ja, genau. Es sind meistens Menschen, die halt selbstmordgefährdet sind, die kein eigenes Leben haben. Du beleidigst dich gerade selber, ne? Ja, ich bin ja auch der Chef von denen. Ach so, ja. Okay, das ist die Kampf, die ist alle 2 Wochen ist die am Laufen? Alle 2 Monate. Alle 2 Monate ist sie in der Frankfurter Straße 289. Genau. Fängt meistens um 1 Uhr an. 89. 98. Ja, das ist Elisabeth Selberthaus. Elisabeth Selberthaus, was? Ja. Ja, ja, ist richtig. Elisabeth Selberthaus. Jeder ist willkommen, wer möchte, kommt gerne mal vorbei. Es wird niemand ausgeschlossen und so schlimm, wie ich es jetzt gesagt habe, ist es nicht. Nein, es sind wirklich sehr nette Leute. Ich bin zum zweiten Mal hier und ich bin total begeistert. Nee, ich freue mich und wir haben etwas ganz Spezielles vorgehabt. Einmal gibt es zu gewinnen für die Leute, die hier sind. Black Butler, 3. Band, 1. Platz. Dann für den 2. und 3. Grundig Kopfhörer. Oh, Schleichwerbung. Und je nachdem, wer gewinnt, als 4. Platzierte ein Yu-Gi-Oh! Oder Magic Booster. Und für die Leute zu Hause haben wir auch noch nach dem Video ein Gewinnspiel. Also unbedingt dranbleiben und aufpassen. Wir sehen uns dann gleich beim Turnier. Tschüss! Ladies and Gentlemen, welcome to the first place of, was ist das? Super Smash Bros. Thank you. In the first side of the Ecke, we have the Schlumpf. Was? Mike. On the left side, there we have, wen haben wir denn da? Die Sandwich-Prinzessin. Die Sandwich-Prinzessin. Alright, wir gucken jetzt mal, wen wir jetzt hier als erstes... Ne, machen wir erstmal nur die beiden. Wir sind zu viel da, aber wir machen erstmal nur die beiden. Und jetzt gucken wir, wer ist denn welcher? Wer ist der erste Player? Okay, die Sandwich-Prinzessin ist Link und Mike ist Mario. Und habt ihr ausgesucht alles? Ready to fight. Press Start. So, random würde ich sagen. Mach random. Okay, alle zusammen jetzt. 3, 2, 1, go! Okay, wir sehen ja schon den ersten Schachabtausch und beide treffen nicht, weil sie total gut sind. Sie beschnuppern sich noch die ganze Zeit. Da wird schon der erste gemeckert über die Steuerung. Und da kriegt schwul Mario direkt in die Fresse. Link kommt von hinten, aber trifft nicht. Mit dem Schwert nach oben und schon wieder. Sie gibt ihn den Backenfutter und zwar auf alle Vieren. Tschüss, da ist der erste. Boom! Aber ihr habt zu viel Leben eingestellt. Nein, nein! Wir wollten eigentlich nur 5 machen und wir haben keinen Sound, Spielsound, das ist natürlich egal. Die Box kannst du nicht leider machen. Die Box ist sehr laut. Okay, dann lassen wir es lieber. Link führt immer noch. Oh, Link führt immer noch. Link führt. Und der rutscht runter, der rutscht runter. Der klassische Fehler. Mike, der rutscht runter. Okay, jetzt sind sie jetzt alle gegenüber. Da kommt die Technik Feuerball. Und da sitzt. Oh, da täuscht sie an. Sie täuscht an, als ob sie da verlieren würde. Was macht Mario jetzt? Mario hat den Pass. Mario verletzt sich selber. Er hatte so schlechte Erfahrungen mit diesen. Nein! Mario schon wieder runter. Mario ist unten. Mario verliert hier schon wieder. Meine Damen und Herren, das ist so Hand. Und. Boom! Link liegt auf dem Boden. Das erste Mal liegt auf dem Boden. Da
da wird Button gesmashed. Wie bist du geht immer? Da verteidigt sich Mario. Mario kriegt Angst. Mario hat es mit Angst zu tun. Und er klickt wieder gegen die Mauer. Oh, das war ein mieser Tritt zwischen die Klöten. Und... Nein! Er hat es noch irgendwie schaffen können. Nein, was ist das denn? Oh, das war sehr knapp. Das war ein gegenseitiges Aus. Aber Mario hat noch ein Leben. Er muss jetzt irgendwas einfallen lassen, um dieses Ganze noch zu gewinnen. Hab ich überhaupt auf an? Ich glaube schon. Es ist gerade so spannend, ich weiß aber nicht, was ich dazu sagen soll. Mario versucht es von oben. Ah, wird durch links Schwert abgepackt. Mario wacht wieder aus. Wacht wieder aus, ja. Sieh, Alter. Mario ist schon wieder gegen die Käserobe gekommen. Krieg einen Schach ab! War es das? Ja! Wir haben eine Gewinnerin! Die erste, die sich für das Finale finanziert hat, ja, ich hab's heute wieder mit dir sprechen, ist Sandwich Prinzessin! Okay, jetzt kommen die nächsten dran. Ja, die beiden. Und jetzt sind schon wieder die nächsten. In der echten Rücke haben wir wen? Felix! Da haben wir den Felix! Und in der linken Ecke mit einem Kampfgewicht von, ich sag nichts Falsches! Kristin! Sag ich doch, Kristin! Achso. Und da haben wir eine Person im Bild. Hallo, Person im Bild! Das ist die netteste Person ever. Okay, wer ist wer? Es wird wieder Mario ausgewählt. Nimm doch nicht Pummelluft. Crystal hat Pummelluft genommen. Und Mike benutzt Mario. Okay, hat man anscheinend leicht einfach gesagt, go! Da schläft er schon wieder. Mario ist direkt am Pennen und bekommt direkt einen Schlag von hinten. Er ist total verwirrt und schlägt einfach nach vorne. Aber Pummelhof kriegt direkt einen Rückschlag kassiert. Pummelhof ist in der Luft. Mario steht unten und wartet darauf. Macht einen Wirbel mit und trifft nicht. Da kommt Pummelhof und gibt ihm einen Kick. Zwei Kicks. Roundhouse Kicks. Überall einfach. Wenn die trifft, dann ist es gut. Mario versucht, Mario, Pummelhof versucht wieder zu nehmen. Hallo. Mario fliegt! Pummelhof fliegt! Wer kommt als erstes auf den Boden? Mario fliegt unten! Mario hat verloren! Pummelhof kann sich noch retten! Damit hat Mario ein Leben verloren! Jetzt muss er sich was einfallen lassen, um diesen extrem großen Rückstand wieder aufzuholen! Er wirft Pummelhof einfach weg! Und? Hat er sie? Sie kann sich wieder retten! Aber da kommt der Fass! Oh, der Fass! Ja? Der Fass! Hey, yo! Krass, der Fass! Beide wissen nicht. Da kriegt Mario den eigenen Fass wieder ab. Und da kommt die super Sternzeichen. Pummelhof ist direkt am Batschen. Ich muss mich drehen. Hui. Was wird jetzt passieren? Da ist eine super Flasche. Was macht Mario damit? Wird er sie trinken oder werfen? Pummelhof ist in der Luft, weiß ich was macht. Und wird getroffen. Da kommt das Laserschwert zum Einsatz. Mario trifft nicht. Pummelhof versucht noch auszuweichen. Er fliegt wieder in der Luft rum. Werft das Schwert nach oben. Pummelhof versucht zu singen. Er fängt das Schwert nicht auf. Mario ist am Schlafen, aber Pummelhof hat einen aufs Maul bekommen. Mario hat wieder das Laserschwert. Er versucht sich als Jedi durch die Gegend. Er ist ein rotes Schildkrötenteil. Pummelhof nimmt den Kiste und hat damit die Schildkröte abgewehrt. Wow! Und das hast du nicht aufgezeichnet. Mario kriegt einen aufs Maul. Und boom! Da ist ein Pokéball. Fang Pummelhof! Fang ihn! Shenu! Shenu kriegt einen... Starmi, Sternu, alles Wasser Pokémon. Starmdu, so. Ach, Spermie, auch schön. Pummelhof wird geworfen, aber es hängt sich wieder in letzter Sekunde. Fliegt hoch und pupst ein bisschen. Wird wieder nach oben geschaltet. Mario war auf seiner Station, wirft einen Feuerball und wird getroffen von dem Laserschwert. Laserschwert. Mario versucht mit der Arschbacken sie zu treffen, aber er trifft nicht. Wollt ihr gerade Mr. Slave-Technik einsetzen oder was? Eine sehr gefährliche Attacke. Wie hast du das gerade gemacht? Mr. Slave. Ach so. Da fliegt er wieder nach oben. Ist das ein Treffer? Das war ein Treffer. Damit steht's 4-3 für Mario. Pummelhof wird immer noch gefangen. Da kommt ein Schanera zum Einsatz und setzt Eier. Was war das mal? Eierbombe? Eierbombe, ne? War doch richtig. Er wirft so einen Treffer. Sie hat das Laserschwert fallen lassen. Jetzt hat Mario wieder das Laserschwert. Er wirft nach oben und trifft. Er trifft.
Was? Ja, genau. Oh! 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 Direkter Treffer! Jetzt muss ich Pummel noch was überlegen. Er wird. Pummel trägt wieder in die Luft. Boom! Und da fliegt sie schon wieder. Sie ist doch kein Luftballon. Was macht sie denn da? Sie setzt wieder schlafen ein. Und trifft nicht. Wird direkt von einem Feuerball bestraft. Und kriegt aufs Maul. Wir werden gerade voll abgelenkt. Sie ist gerade am Film. Sie kann jetzt nicht. Was ist denn das für eine Waffe? Oh, jetzt werden auch mit Fächern gekämpft. Bitch, scheu der Error. Da fliegt die wieder in die Luft. Und kriegt aufs Maul. Mario hat voll aufs Maul bekommen. Hallo. Und da fliegt Pomelov schon wieder. Und jetzt fliegt Mario. Wer fliegt denn jetzt weiter? Pummelhoff ist am Schlagen und Mario direkt einen auszuwischen und erwischt den einen aus. Aber er kann wieder zurückschlagen. Jetzt wird geworfen und Pummelhoff fliegt again. Die Frage ist, wer kann sich jetzt hier richtig durchsetzen? Pummelhoff fliegt schon wieder. Da hat Mario das schwulen Zepter raus und Pummelhoff kriegt schon wieder aufs Maul. Da steht es jetzt 4-1. Wer wird jetzt das Sieg holen können? Mario sieht so gut wie gewinnermäßig aus. Und jetzt fliegt sie schon wieder. Aber sie kann sich mit dem Fächer retten. Was für ein Einsatz. Er wirft das Messstabding hoch. Kriegt es ab. Fängt es wieder auf und wirft es auf Pummelhof. Ich weiß gar nicht, was ich dazu sagen soll. Es ist so spannend und Pummelhof fliegt schon wieder. Pummelhof fliegt. Aber kann sich wieder fangen. Und wieder ein Treffer und fliegt again. Aber jetzt kann sie ihm auch retten. Da fliegt Mario. Mario kann sich die Kiste schnappen. Und Treffer! Mario trifft sie wieder im Flug. Jetzt hat Mario. Und da fliegt Pummelhof. Das muss es gewesen sein. Das muss es gewesen sein. Nein, sie kann sich wieder fangen. Sie hat sich wieder gefangen. Oh mein Gott! Jetzt fliegt Mario schon wieder. Was ist das denn für ein Bitchfight hier? Mario hat schon 213%. Der muss so langsam. Pummelhof fliegt schon wieder. Pummelhof fliegt. Das war's. Mario ist der Gewinner. So, jetzt brauchen wir noch die beiden Gewinner. Ne, die beiden Gewinner machen wir jetzt. Die beiden Verlierer spielen jetzt als erstes. Okay. Erst die beiden Verlierer. Was willst du? Mach da, was du auch für richtig hältst. Hallo. So, jetzt habe ich deinen Namen wieder vergessen. Mike, genau. Mike. Mike mit den blauen Augen. Ah nee, das war ja Mike mit den blauen Augen, stimmt. Was? Nein, die beiden Verlierer spielen jetzt miteinander. So, jetzt wird hier um den vierten und den dritten Platz gekämpft. Und der vierte Platz, habe ich ja schon gesagt, ist alles klar. Mike und Crystal kämpfen gegeneinander. Was habt ihr jetzt für Charakter genommen? Random. Link und Samus. Link oder Link? Link und Samus. Andy hat immer einen anderen Charakter genommen. Auf geht's, Link gegen Samus. Mensch gegen Maschine. Und Samus gibt direkt einen auf. Und da fliegt er. Link ist kein Mensch. Link ist ein Elf. Eine androgyne Figur. Es ist eine androgyne. Müsst ihr vielleicht ein bisschen weiter so gucken erstmal. Ja, besser weiter so stellen, dass man einen besseren Bildschirm hat. Wenn du so schief auf den Bildschirm guckst, sieht man es schlecht. So ein bisschen weiter. Aha, okay. Ich hab schon mitgedacht, Herr Junge. Dankeschön. Wisst ihr? Okay, konzentrieren wir uns wieder auf den Kampf. Link. Wegen Sonnenlicht. Link wirft das Schwert. Kannst aber nicht wieder aufhacken. Nee, ist mir sowas von scheißegal. Ich hab Link nie gespielt. Ah nee, Zelda. Wie kannst du nur? Vielleicht sollst du dann. Ich war jung und brauchte das Geld. Wo willst du mit der Kamera hin? Shame on you. Ich kann dich nur kein Stück. Danke.
kann ich schnell hochkommen. Ich hab das schon. Ich hab ja nichts gespielt. Link hat ein super Schild. Weiß man nicht, was machen soll. Wirft und trifft Samus. Samus wirft die Bombe und wird auch getroffen. Samus wird wieder in den Luft geschleudert, aber kann sich noch auffangen. Link steht unten und versucht zu schlagen, aber er trifft nicht. Das kann ich nicht erzählen, so. Oh mein Gott, dieser Bitchfight ist so hardcore. Oh, da wird getroffen. Kann sie sich retten? Er hat sich gerettet und Samus ist wieder mit. Samus fliegt schon wieder. Und au, Samus ist rausgeflogen. Damit steht es 5 zu 3. 5 zu 3. Mom, get the camera. Mom, get the camera. Get the camera? Kamehameha. Nein, was ist das denn? Was ist das denn? Nein, da sind sie beide runtergefallen. 4 gegen 2. Ah, 4 zu 2. Ja, 4 zu 2. Ist doch richtig. Eben 1 zu 2. 1 zu 3. Voll wie Real Life. Da fliegt schon wieder ein Bumerang. Und er kann aufhören und wirft nochmal. Dann packt er ein Feuerschwert aus. Felix, wenn du gewinnst, fordere ich dich dann mal raus. Oh mein Gott, ich weiß nicht, was ich dazu sagen soll. Und Samus fliegt schon wieder. Kann sie sich retten? Ja, sie rettet sich auf diese Wolke. Nein, sie rettet sich nicht auf die Wolke. Oh, das war knapp. Das war knapp, verdammt nochmal. Samus ist oben, schießt in die falsche Richtung. Beide wissen nicht, was sie machen sollen. Sie sind beide verwirrt. Samus liegt. Oh nein, Samus ist Link auf dem Boden. Jetzt ist Link. Nein, Samus. Samus Link. Samerguss von Link. Was? Das Video ist nicht ab 18. Unten ist ein Bomberman. Wer wird getroffen von dem Bomberman? Das ist Bomberman. Oh. Trevor! Link fliegt! Link fliegt! Link fliegt runter! 3 zu 2. Ja, Link ist immer noch am Führen, aber man muss ja ziemlich ranhalten, dass er noch gewinnt. Samus gibt einen Arzt. Keiner weiß so richtig, was er machen soll. Beide sind verwirrt. Sie wollen nicht verlieren, weil es um super hammergeile Preise geht. Und Samus fliegt! Er fliegt! Sie fliegt! Ist eine Sie! Aber sie kann sich noch auffangen! Was sie retten können? Nein, sie kann sich nicht retten! Damit 3 zu 1. Samus ist ziemlich unter Druck. Link haut direkt drauf. Aber Samus lässt sich nicht unterkriegen und gibt erstmal einen Roundhouse-Kick. Flammenwerfer ausgepackt! Und das Flammenschwert! Da liegt ein Ei. Wer kann sich das Ei schnappen? Niemand schnappt sich das Ei. Link hat das Ei. Wirft es nach oben. Und trifft. Sie trifft. Der trifft. Keine Ahnung. Da ist ein Fächer. Wer kann sich den Fächer schnappen? Link hat den Fächer geschnappt. Und lässt den Fächer fallen. Er kann ihn wieder nehmen. Link hat immer noch einen Fächer. Wird auch nach hinten geschleudert. Link hat der Wolke und muss wieder zurück. Und dann fliegt er wieder weg. Oh nein. Kann sich Link nicht retten. Link kann sich nicht retten. 2 zu 1. Meine Damen und Herren. Spannender ist der Halb. Kampf am dritten und vierten Platz, nicht der Halbkampf, ja. Es sind auch Hoblins und sowas. Meine Stimme verabschiedet sich langsam. Link hat jetzt den Sternschaum. Nein, Samus fliegt! Samus hat verloren! Damit haben wir den dritten Platz festgestellt. Mike! Woo! Okay, super. Sie haben den vierten Platz, was sagen Sie dazu? Mehr als du erwartet hast, wa? Entschuldigung. Ich habe bis jetzt dreimal gespielt, von daher. Dann war es nicht so schlecht. Hast du das erste Mal gespielt? Okay, das waren also sehr gleich starke Gegner. Habt ihr denn das Spiel schon öfters gespielt? Ich habe es als Kind gespielt. Mit dem Controller das erste Mal. Mit dem Controller das erste Mal. Okay, gut, dann wissen wir Bescheid. Wir haben nicht. Wer ist wer? Okay, 3, 2, 1, go! Wer ist wer? Nein. Ach so, das ist gerade nur. Gut, ich habe nichts gesagt. Ich dachte, ich bin Co-Kommentator diesmal. Du bist Co-Kommentator? Wir haben einen Co-Kommentator hier, meine Damen und Herren. Mensch, also das ist ja wirklich ein schöner Tag heute. Also schönes Finale hier. Wir haben zwei starke, sehr starke Gegner, die sich relativ gut ausgleichen. Verschiedene Schwächen haben beide, aber ich denke mal, mit den Charakteren, die sie spielen werden, werden sie ganz schön was rauskriegen. Wir sehen da ein schönes Treffen der Giganten. Schön klassisch. Mit Mario gegen Link. Sieht man sehr oft. Das wird bestimmt ein schöner Kampf. Ja. Ich denke mal, die Stage wird es eher entscheiden.
weil sie sind sehr gleich. Und dann kam auch gleich der erste Schlag von Link. Und ja, also sie gehen nicht sehr aggressiv rein, sondern eher ein bisschen defensiver mit verschiedenen Taktiken. Ja, schön, das war schöner Angriff war das. Und da hat Mario auch eine Kombo rausgekriegt. Ganz knapp hat sich da Mario gerettet. Da ist eine Megatomate, mal sehen, wer sich die holt. Es könnte sein, dass das Link jetzt runterfällt. Und da ist der erste tot. First Blood. Ja, also das ist ein sehr, sehr ausgeglichenes Spiel hier. Beide treffen sich da am Ende. Wer, das ist ein, das war ein typisches Wer bleibt länger auf der Plattform drauf Spiel. Beide haben sich ganz knapp gerettet. Es sah schon aus, als wäre es ein Tod für beide. Ah, das war ein böser Schlag vom Link. Aber wie schon gesagt, da hat Link sich leider nicht retten können. Ja, die beiden Spieler sind sehr konzentriert, sie sagen kaum Wörter. Sehr interessant, wie sie einfach Finesse und einen gewissen Grad an Profi hat halt jeder hier. Sie sind ja nicht umsonst im Turnier. Sie wurden ausgewählt. Aber da kommt halt Mario mit dem, Asischläger und Link konnte nichts mehr machen. Da kam der Basie. Sie haben ein wochenlanges Auswahlverfahren durchgeführt, um diesen Kampf hier vorzuführen. Ja. Da kommt nochmal der Ehrentreffer von Link. Man merkt ja, dass es eine langjährige Rivalität zwischen den beiden Parteien ist. Sie waren auch schon auf mehreren Turnieren direkt gegeneinander gespielt. Bis jetzt konnte keiner bis jetzt zeigen, wer wirklich der Bessere ist. Da meistens auch verschiedene andere Spieler es unterbrochen hatten oder durch Zeit leider sie viel zu lange dafür brauchten. Und ja, jetzt könnte es zu dem Ende kommen. Es ist der ultimative Showdown gerade. Es geht hier. Den dritten Band. Wieso ich den ersten Band? Weil ich den dritten geschenkt bekommen habe. Mensch, Das ist ja fabelhaft. Oh, und ein Pokéball und es ist Mauzi. Mensch, man sieht, man hat gerade leider, und es ist vorbei. Mario hat gewonnen für das Pilzkönigreich. Der junge Mann hier an der Seite, den man wahrscheinlich durch den Wildzug schon fliegen lassen kann. Super, ja. Kommen wir jetzt mal zur Verlosung. Du musst dich jetzt mit da hinstellen wieder, Kommentator. Co-Kommentator. So. Den Viertplatzierten. Bitte mal rankommen hier. Wir kommen jetzt zur Siegerehrung. Da klaut sie den Stuhl. Dann er. Lass wieder dir in Ruhe. Okay, gut. Ich bedanke mich fürs Mitmachen auf diesem Turnier, für die Erlaubnis, das hier drehen zu dürfen. Der Vierplatzierte kommt gleich mit mir mit und wird sich gleich etwas von Yu-Gi-Oh! Oder Magic aussuchen. Ja. Und dann kommen wir zum... Ja. Komisch, da ist was. So, jetzt wollen wir mal kurz gucken. Welche sind besser? Ich glaube, der Drittplatzierte bekommt Grundig. Personal Storer in der Ear Headphones Scheiße. Scheichwerbung voll drin. Hier für den Drittplatzierten. Für den Zweitplatzierten haben wir nochmal Grundig. Diesmal selbst mit Steuerung, wie man es lauter und leiser machen kann. Alles wunderbar in Silber, sehr schmuckvoll für die Zweitplatzierte. Und für den Drittplatzierten. Ein handsigniertes. Nein, es ist nicht handsigniert. Ich meine, mich. Es interessiert sowieso keinen. Das ist missbraucht worden. Jetzt habe ich so geschenkt bekommen. Und da ich das sowieso nicht brauche, gebe ich es jetzt an den Erstplatzierten weiter.
ich bedanke mich fürs Zusehen und hoffentlich sehen wir uns irgendwann mal online. Ciao! Nicht das Video ausschalten. Und zwar habe ich nämlich vergessen, euch zu sagen, es gibt ja noch das Gewinnspiel, habe ich ja gesagt, aber habe ich vergessen jetzt zu machen. Es gibt ein Gewinnspiel noch für euch Zuschauer da draußen und für die Leute, die auf dem Kampf waren, aber leider nicht mitmachen durften. Ich wollte mich hier nochmal für Kampf bedanken, für die Kampfleute bedanken. Des Weiteren wollte ich noch eine kleine Mini-Werbung für den netten Herrn, der den Yu-Gi-Oh!-Stand dort gemacht hat. Er hat mir sehr nette Rabatte gegeben, fand ich super. Ich habe mich ordentlich mit Karten eingedeckt, Yu-Gi-Oh!-Karten und sowas. Und jetzt kommen wir zu einem Gewinnspiel für euch und für die Kampfleute, die nicht auf diesem... Das wollte ich noch sagen. Warte mal, ich bin ganz verwirrt. Das liegt daran, dass ich mich ganz in den Kreis drehe. Oh, müssen mich mal hier rasieren. Und zwar war das ein größerer Andrang, als ich erhofft habe. Ich habe eigentlich so gerechnet, es wären jetzt so, als ich gesagt habe, hier, wir möchten das gerne machen, stand ich nämlich vor und habe das allen Leuten erzählt. Und dann sind da wirklich mehr Hände hochgegangen, als ich gedacht habe. Und es kam auch sehr gut an, das hat mich gefreut. Ich hoffe, es kommt bei euch auch so gut an. Und jetzt kommen wir zu eurem Gewinnspiel und für die Kampfleute, die nicht mitmachen konnten, jetzt haben wir es endlich. Und zwar gibt es einmal zu gewinnen... Naruto Shippuden Ultimate Ninja Storm 3 Full Burst Variante, das heißt mit verbesserter Grafik und sowas. Wir haben das Spiel jetzt hier dreimal liegen und das ist meins. Also dementsprechend brauche ich das nicht mehr unbedingt. Und ich dachte, ich könnte es mir an euch verlosen und gibt es zu gewinnen für euch. Und was ihr dafür machen müsst, wir müssen was spezifisch Passendes zu machen. Da kommt mir gerade eine Idee, nicht wahr? Das ist ja, Kampf ist ja so ein kleines Cosplay-Treffen. Und ich möchte von euch ein Cosplay-Foto haben. Okay, das ist ein bisschen schwierig. Genau, ein Cosplay-Foto an die Small Feather Game Facebook-Seite. Könnt ihr posten. Und auch wenn es noch so minimalistisch ist, weil ich sag mal, je weniger man braucht und besser es passt, desto genialer ist es ja eigentlich. Also ihr müsst jetzt nicht unbedingt das Übergeilste, aber macht mal ein Foto davon in einer coolen Pose und sowas und postet das an die Facebook-Adresse und dann könnt ihr mit etwas Glück das hier gewinnen. Das Gewinnspiel, diesmal nehme ich ein Datum, geht bis zum, das Video ist jetzt am 4.8. oben, glaube ich, zumindest. Sagen wir mal, bis zum 1.9. mache ich das Gewinnspiel. Full Burst. Ihr müsst euch als eine Naruto-Figur cosplayen, also Naruto speziell, ne? Also irgendeinen Charakter. Ob es jetzt gekauft ist oder sonst irgendwas, ist egal. Macht ein Foto davon und der Gewinner bekommt Naruto Full Burst. Und ich hoffe, das ist nochmal so ein kleiner Anreiz für euch. Ansonsten, es hat mega Spaß gemacht. Ich bedanke mich wirklich an alle, die da waren und so aktiv mit dabei waren. Dieses kleine Turnier ist super gut angekommen. Vielleicht mache ich das nächste Mal nochmal. Ich weiß es nicht so genau, weil es geht auch ziemlich ins Geld rein. Und schaut auf jeden Fall bei diesem netten Herrn vorbei, der Kartenladen, Thomas irgendwas, Adresse und sowas, ist alles, der hat einen eigenen YouTube-Kanal, ist unten in der Videobeschreibung unten drunter geschrotet und wenn ich eine Facebook-Seite finde, ist es auch in der Facebook, war von ihm verlinkt und sowas. Ja, dann again, ich bedanke mich fürs Zusehen und schreibt alles in die Kommentare, was ihr wissen wollt, was für Anregungen oder Ideen oder sowas, ist egal. Ansonsten sehen wir uns hoffentlich irgendwann mal online. Tschüss!